Das, meine Freunde, ist der beste 800 € Gaming PC, den man aktuell bekommen kann, denn endlich ist AMDs stärkste CPU für unter 200 € mit dabei und natürlich gibt es auch ganz viel RGB. Nehmen wir doch einfach mal an, du hast 800 € gespart und willst jetzt den besten Gaming-PC für dein Geld. Ich garantiere dir, der heutige PC ist der technisch beste, den du derzeit bekommen kannst. Und wie viel Leistung er hat, das schauen wir uns gleich an. Trotz dessen, dass ich dank der super schönen AMD-Wärmeleitpaste, die man auch als Kleber bezeichnen könnte, die CPU aus dem Sockel gerissen habe, ja, das tut schon weh beim Anschauen, aber das ist ein typisches AMD-Phänomen, ist heute der Ryzen 5 3600 am Start, 6 Kerne, 12 Threads und dazu gibt es noch 16 GB DDR4. Natürlich kann ich es verstehen, wenn du sagst, ich möchte weniger Geld ausgeben, daher einfach mein Tipp, gamingguides.de, dort einfach vorbeischauen, denn nur dort gibt es die besten Gaming-PCs für deinen Geldbeutel. Außerdem setze ich auf das Asus ROG Mainboard mit einer sehr guten Ausstattung und vielen RGB-Anschlüssen und diese brauche ich auch, denn so lässt sich zum Beispiel die Gehäusefront oder auch die optionale Deepcool Wasserkühlung darüber steuern. Der letzte 800 € PC hat uns eine RTX 2060 Super geboten, aber heute setze ich auf eine RX 5700. Die ist ja quasi identisch bzw. auf fast dem gleichen Niveau wie eine 2060 Super. Jetzt hast du deinen neuen Gaming-PC endlich gefunden, aber was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich Windows 10. Nur damit bekommst du die maximale Performance und die beste Hardware-Unterstützung und bei meinem Partner Lizenzfuchs bekommst du Windows 10 günstig und legal. Zum Beispiel Windows 10 Pro für 34,99 €, aber mit dem eingeblendeten Gutscheincode sparst du nochmal ganze 4 €. Somit bekommst du Windows 10 Pro für 30,99 € und das vollkommen legal und echt günstig. Solltest du dennoch Fragen oder ein Problem haben, hilft dir der kostenlose Support gerne weiter. Weitere Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. COD Warzone läuft mit Full HD und hohen Einstellungen auf dem Ryzen 5 RX 5700 gespannt, ohne Probleme mit über 115 FPS und das bei einer geringen Lautstärke und auch die Temperaturen sind im grünen Bereich. Rainbow Six Siege rennt super in Full HD und sehr hohen Einstellungen bedeutet 180 FPS im Durchschnitt. Mein Tipp, gönn dir doch gleich noch einen Monitor mit mindestens 144 Hertz dazu. Battlefield 5, 64er Server auf Rotterdam, Full HD Auflösung und hohe Einstellung und dank des sehr leistungsstarken Ryzen 5 3600 rennt BF5 mit 115 FPS im Durchschnitt. So viel zu Battlefield 5 und weiter geht's zu Apex. Apex in der Season 5 wird mit Full HD und sehr hohen Einstellungen gezockt.
Apex läuft genauso wie die restlichen Spiele bisher schon mal richtig gut mit 140 FPS im Durchschnitt. Das ist mal richtig geil. Borderlands 3 mit DX12 und Full HD und das Ganze mit hohen Einstellungen und auch Borderlands läuft im Durchschnitt mit 115 FPS richtig gut. Assassin's Creed Origins in Full HD und hohen Einstellungen. Der gute Bayer kann mit 75 FPS und mehr super flüssig laufen, denn der Ryzen 5 3600 ist für Assassin's Creed definitiv im Vergleich zum 2600 ein riesiger Mehrwert. GTA 5 hat uns zurück und auch wenn das Spiel schon super, naja, ich sag einfach mal alt ist, ist es immer noch beliebt und läuft heute mit Full HD und sehr hohen Einstellungen mit 80 FPS sehr flüssig. Need for Speed Heat wird in Full HD und hohen Einstellungen getestet und in Palm City rennt dieser 800 € Gaming-PC sehr gut, denn im Schnitt gibt es 85 FPS und das gefällt der Chili bestens. In Firestrike erzielt dieser 800 € Gaming-PC 19.825 Punkte und in TimeSpy 7.924 Punkte. Der Leistungsverlust vom Wechsel von einer 2060 Super auf eine RX 5700 ist super gering, aber das gesparte Geld konnte ich sinnvoll nutzen für ein bisschen RGB, aber vor allen Dingen auch für eine stärkere CPU, dem Ryzen 5 3600. Natürlich ist der Vorgänger der 2600 auch noch eine gute Wahl, aber ich dachte mir, bei 800 € will ich endlich den Ryzen 5 3600 haben. Der ist einfach super und bietet einfach nochmal mehr Zukunftssicherheit als zum Beispiel der Vorgänger 2600. Außerdem ist er durch die Deepcool I.O. gut gekühlt und sieht auch deutlich geiler aus als der, naja, sagen wir mal, zwar ausreichende Boxkühler, aber schön ist anders. Ich würde einfach mal ganz stumpf behaupten, stumpf ist Trumpf, denn mit 800 € einen Ryzen 5 3600 zu bekommen, ohne irgendwo großartig auf irgendwas anderes zu verzichten, das ist rekordverdächtig. Gefällt mir richtig gut und wenn es dir gefallen hat, zeig es auf jeden Fall mit so vielen Likes wie möglich, teile das Video und jetzt hast du die Qual der Wahl. Hier geht es zu einem weiteren Gaming-PC für schmales Geld und hier zu einem der letzten Videos. Danke fürs Zuschauen, bis neulich und ganz genau, ciao!